Reichum. So, die direkt angreifen. Ja. Wenn wir den Planeten scannen wollen, ja. Ah, sind doch noch ein paar Piraten. Zerstörer. Okay, wie war das? Ich muss mich bewegen und ich darf dann schießen. Oh ne, ich darf gleich schießen und dann. Glaube, es gibt hier keinen, es gibt nur also deinen einen Zug und ich glaube, da kannst du machen, wann du willst, was. Okay. Da würde ich doch gleich sagen, wir hauen den da vorne mal direkt in die Fresse rein. Ja, glaub auch. Die Torpedos feuert 4 Torpedosalven mit Plasmasprengköpfen zum ausgewählten Zielort. Diese Torpedos können sich ab der nächsten Runde bewegen und angreifen. Beim Angriff für jeden Torpedo, die konnte ich lenken, oder? Wie war das? Ja, die kann man jede Runde steuern. Rambock ist leider nicht ganz gerade, passt nicht ganz. Und dann haben wir die Meson-Lanze. Eine Lanzenwaffe. Quasi eine große Laserkanone meistens. Und dann haben wir Backbord, okay, ich erinnere mich. Akkubatterien, ja. Und oben haben wir auch noch mal also dorsal Ja. Makrobatterie. Dann würde ich die Torpedos einfach mal starten. Ja. Torpedoes away. Und uns in Reichweite. Die Frontalwaffen? Nee, sind wir noch nicht. Die Lanze können wir schon abfeuern. Lance Batteries. Range. Wir haben sie angekratzt. Wenn ich es richtig sehe, sind die Schilde rechts down. Ach, stimmt, Schilde. Das heißt, wenn ich uns hier hinbringe. Steuerbordbatterie und die Dorsale müssen wir. Let them chase our fury. Salvo! Das war doch jetzt nicht mal so schlecht. Jetzt können wir sogar noch ein Stück weiter fliegen hier runter und dann können wir noch die linke Seite anderen Gruppe schießen. Helmsman, take us in. Let them taste our fury. Die hauen da mal rein. Ich gehe noch mal eins runter, weil ich Angst habe, dass die uns rammen. Ach, die wollen abhauen. Jetzt komme ich blöd. Die Torpedos können nicht so eine scharfe Kurve drehen, deswegen würde ich tendenziell eher nach da unten, um auf das. Aber der bewegt sich ja dann gleich auch wieder, dann ist er drüber hinausgeflogen. Ja, wenn ich sie zum Beispiel hierhin bewege. Was ist mit da? Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie weit er gleich fliegt. Ich Da verstehe, kann es dann was. auch passieren, dass du die Kurve nicht drehen kannst, ne? Ich verstehe, was du meinst. Wenn du jetzt dahin fliegst, der muss ja auch mindestens wahrscheinlich sich bewegen, bevor er drehen kann. Hat auch eine hohe Chance, ihn dann zu erwischen. Man
kann auch stehen bleiben jetzt, oder? Das Schiff muss eine der Endphase-Gebiete erreichen. Okay, ich muss in diese dunkelgrünen. Ah, okay. Das ist doof. Können wir die schon irgendwie erreichen? Nein. Wenn ich hier hinfliege. Was? Keine Sichtlinie? Willst du mich verarschen? Ja, was? Hä? Was? Interessant. Nicht einen Schuss abgeben können. Ja, ich glaube, den anderen können wir gleich hinten reinfliegen. Ja. Hof. Ja, der ist hin. Gerade und dann da der Breitseite bzw. nichts. Ja, ich glaube, da reicht die Reichweite einfach nicht. With the force of a supernova. Let them taste our fury. Okay, 48 Squad und Ultramaschinen und wir haben nicht einen Kratzer abbekommen. Oh, das war spannend. Wir haben... Auf den Planeten in der Koronus-Ausdehnung wimmelt es von wertvollen Ressourcen. Bevor diese Ressourcen geerntet werden können, muss jedoch ein Extraktium auf der Oberfläche der Welt errichtet werden. Scanne den Planeten und wähle dann das Symbol der Ressource, an der du interessiert bist, um das Extraktium zu errichten. Klicke auf Akzeptieren, um deine Auswahl zu bestätigen. In der unteren rechten Bildschirmecke kannst du sehen, wie viele Extraktiums du zur Verfügung hast. Ist eigentlich unten Mitte, aber ist egal. Ressourcen werden benötigt. Warte mal. Egal. Ressourcen werden benötigt, um Kolonien zu entwickeln und Verträge zu erfüllen. Du kannst sie auch nutzen, um mit verschiedenen Fraktionen zu handeln. Neue Verträge sind jetzt im Tagebuch J verfügbar. Verträge sind Anfragen, die von deinen Kolonien gestellt werden. Wenn du sie erfüllst, kannst du Ressourcen erhalten, deinen Profitfaktor erhöhen oder einzigartige Gegenstände erhalten. Manchmal kann die Erfüllung von Verträgen, die von einer Kolonie angeboten werden, die Produktivität anderer Kolonien beeinflussen. Das Erfüllen von Verträgen kostet eine bestimmte Menge an Ressourcen oder einen Teil deines Profitfaktors. Okay, jetzt geht es tatsächlich auch darum, dass wir Profitfaktor verlieren können. Die Beschreibung eines Vertrags enthält sowohl die damit verbundenen Kosten als auch die Belohnung, die du erhalten wirst. Du kannst einen Vertrag erfüllen, indem du ihn im Tagebuch anwählst und auf Vertrag abschließen klickst. Okay. Und wir haben eine Sotus-Gruft, die Gruft selbst. Okay, Blaststahl. Fünf Blaststahl.
Alter, wie viele Ressourcen gibt's denn? Hui. Okay. Ich würde mal kurz J drücken, um zu sehen, ob wir Verträge... Einen Vertrag müssten wir schon haben mit dem... Zwielichtige Geschäfte. Vladim Dokkara hat einen Handelskrieg mit einem Rivalen im Kalthandel begonnen. Nachdem er mehrere seiner Xenotech-Lieferanten verloren hat, sucht er dringend nach einer mächtigen und einflussreichen Quelle für verbotene Ware. Ein Gefallen. Die Diener von Großinquisitor Kalsasa kaufen hochwertiges Blaststahl auf und transportieren ihn an einen unbekannten Ort. Es ist nicht bekannt, was genau der Großinquisitor in so großem Maßstab fertigt, doch die Namen derer, die ihn dabei unterstützen, werden mit großem Respekt ausgesprochen. 5 Blaststahl für 3 Profit. Wir warten mal ab, aber das hört sich interessant an. Tatsächlich, ja. Warum ist da so ein Extra-Symbol nochmal dran? Ist das wegen dem Gerücht oder... Was war das Symbol? Oder weil ich es nicht erfüllen kann? Ich glaube, weil es tatsächlich eine Quest ist. Oder Gerücht? Frage. Oder weil wir den erfüllen können, vielleicht auch. Ja, wahrscheinlich. Die Erkenntnis von dem Prometheum, das können wir noch nicht bieten. Aber wir können ja jederzeit, deswegen warten wir mal. Und gerade brauchen wir den Profitfaktor ja noch nicht. Ja. Ja. Die Gruft anschauen war. Ja. Kartografen und Chronisten des Imperiums kennen diesen Ort gut. Vor langer Zeit war der Planet ein wohlhabender Außenposten, der selbst Futhal übertraf. In seinem Orbit gab es eine zyklopische Gruftstation, letzte Ruhestätte von Cornelius Soto, einem der Entdecker der Koronos-Ausdehnung. Die Gruft gab dem gesamten System seinen Namen. Vor etwa 400 Jahren jedoch rammte ein unbekannter Himmelskörper die Station, was dazu führte, dass sie auf dem Planeten krachte. Die Katastrophe tötete nicht nur die Siedler, sondern machte auch die Welt über Jahrhunderte weg unbewohnbar. Die Krater vom Aufprall der Station sind aus dem hohen Orbit noch immer zu sehen. Lotus Gruft ist zu einem Grab für den gesamten Planeten geworden. In dieser elenden Welt gibt es weder Leben noch Beute, aber die fiesen Kniffe zu kennen, die das Leben in petto hat, ist auch ein Schatz. Also immer nach oben gucken, damit dir keine Raumstation auf den Kopf fällt. Genau. So ungefähr. Dreimal Treibstoff bekommen. Einmal Prometheum. Wenn man das nur benutzen könnte. Wo liest du jetzt Prometheum? Achso, nee, Treibstoff. Okay. Ja, Prometheum ist ja Treibstoff. Ja, aber... okay, ja. Fracht. Ja. Und nochmal. Okay. Das war's anscheinend in diesem System. Oh, das war's. So. Genau, ich glaube, du kannst bei jedem System immer scannen. Kostenlos. Ja. Ja. Und wir kriegen dann anscheinend, glaube ich, auch immer eine Einsicht des Navigators. Da müssen wir uns die aber gut einteilen, glaube ich, ne? Ja. Wir können nicht alles besser machen. Nee. Ich habe nämlich auch gesehen eben in diesem in dieser Animation im Tutorial, ich glaube, du kannst auch Shortcuts machen tatsächlich. Also du musst nicht von System zu System springen, sondern du kannst auch welche auslassen. Ja. Das macht, glaube ich, sogar Welt, also da macht das, glaube ich, sogar tatsächlich Sinn, dann nachher unsere Hauptwelten zum Beispiel mit Football oder so zu verbinden. Ah, wir haben Telikos Epsilon entdeckt. Tatsache, das war, ich glaube, Janus. Ja. Die Agrarwelt. Aber ich würde erstmal nach Avirus. Ja.
Ich möchte euch informieren, dass die heiligen Rituale zu Ehren des Geistes des Schiffes durchgeführt wurden. Die Technoliturgie und der Ritus der Maschinensegnung endete mit einer Infomeditation. Sie sollte dazu dienen, das von Omnisa geschickte Wunder genauer zu verstehen. Es wurde keine Erlangung heiligen Wissens notiert. Es ist nicht bekannt, wie der Geist des Raumschiffs die Macht des Maschinengottes anrufen und den Warp-Antrieb aktivieren konnte. Oh, ich glaube, wir haben da was verpasst. Wir hätten, glaube ich, mit dem mal reden sollen. Doch während meines meditativen Rituals hat der Omnisa mir eine ebenso wertvolle Offenbarung gewährt. Der Heilige Geist, der in den Mechanismen des Schiffs haust, unterscheidet sich von ähnlichen Formen. Dieser Geist besitzt eine einzigartige Kraft, die man nur als Segen des Maschinengottes bezeichnen kann. Und was bedeutet das? Hypothese. In Extremis ist der Geist des Schiffes fähig, vorhersehbare Berechnungen und Handlungen vorzunehmen. Es lässt sich unmöglich vorhersehen, wie er sich in einer Situation verhält, doch ich glaube, dass der Geist aktuell Gehorsam zeigt, zumindest vorerst. Ich empfehle, dass wir das Schiff weiterhin beobachten und bereit für neue Manifestationen sind. Der Bericht ist eingegangen. Danke, Pascal. Vorhersehbare Berechnungen und Handlungen. Oh oh. Weißt du, was in diesem Universum strengstens verboten ist? KI. Ja, also tatsächlich heißt das AI und weißt, es heißt hier nicht Artificial Intelligence. Ja. Im Universum heißt das mittlerweile Abominable Intelligence. Ja. Wir haben ein KI-Schiff. Also ein AI-Schiff. Ja, das Problem ist halt, also tatsächlich benutzt das Imperium ja sehr viel Technologie, was eigentlich KI enthält. Nur das Konzept von KI kennen die halt nicht so wirklich, ne? Das ist halt schon ein paar tausend Jahre her. Ja. Und das, was die als, was normalerweise man als KI einstufen würde, auch wenn es jetzt keine richtig gute ist oder so, wird halt dem Maschinengeist zugeschrieben, sehr schnell. Ja, aber das heißt ja, wir dürften, also noch, also wir wissen ja nichts davon, von daher ist ja alles gut. Ja. Ich glaube, Prometheum ist tatsächlich in 40k ein Sammelbegriff für alle möglichen Antriebe, also Treibstoffarten. Oha. War voll hier. Koloss. Das Raumschiff da unten heißt anscheinend Koloss. Oder ist es ein Koloss? Adamantium. Adamantium. Auf diesem öden, verlassenen Planeten steht eine kleine menschliche Behausung. Späher berichten, dass dort ein Einsiedler lebt. Ein alter Einsiedler lebt. Der seine Tage damit verbringt, zum Imperator zu beten. Oh. Lassen wir uns segnen. Why not? zur Überraschung des Lord-Captains stellt sich heraus, dass der alte Einsiedler früher einmal Navigator war. Und als der Alte feststellt, dass sein Besucher dem Hochadel angehört, berichtet er bereitwillig aus seinem Leben. Er hat sich vor langer Zeit auf diesen Planeten zurückgekehrt, noch zu Jugendzeiten. Er hatte nämlich erkannt, dass sein Verstand es nicht ertragen würde, regelmäßig in das Immaterium zu reisen. Das Reich des Erzfeinds. Der Einsiedler sprach stolz darüber, wie er den Imperator jeden Augenblick seines Lebens verehrt hat. Als er aber vom goldenen Licht des Astronomikern sprach, zitterte seine Stimme. Als seine Gäste ihn verließen, starrte er ihnen mit traurigen Augen lange nach. Okay. Ich meide, wir meiden erstmal das Schiff und gucken erstmal die Planeten an. Sieht vor allem nach einem Wrack aus. Da sind, glaube ich, Trümmerteile und Loch. Ja, kann sein.
Aufbau von Extraktion, um der Produktion von Vorräten zu beginnen. Vorräte ist Nahrung, ne? Ja. Aus Leichtstärke, Pflanzenmasse oder fermentierten Schimmelpilzen hergestellt, diese Rationen versorgen Kolonisten mit der Stärkung, die sie benötigen, um zum Wohl des Imperiums beizutragen. Butter. Ein Schmugglerlager. Ach, da haben wir einfach Samen bekommen. Fragmentgranaten, Sprenggranaten, drei Medikits und Granaten. Da muss ich aber einmal kurz auch direkt ausrüsten, glaube ich, die Granaten. Ich bin gerade überlegen, ob wir... Nee, warte mal. Ich nehme mal nicht an, dass wir für einen unserer Kolonien ein Extraktion brauchen. Nein. Also Extraktion ist ja eigentlich was Autonomes. Ja. Was genau dafür da ist, dass du halt keine Manpower brauchst. Ein Gasplanet. Treibstoff. Ja, macht irgendwie Sinn. Ich habe schon einmal einen Planeten brennen sehen, Casa Magma. Exterminatus wurde angerufen. Zyklonentorpedos mit Brandsatz wurden eingesetzt. Die Welt brannte monatelang, bis nur noch Asche übrig war. Okay. Ja, die fangen nicht einfach von alleine an zu brennen, normalerweise, ne? Ja. Aber hat sich. Irgendwie kam da gerade Meldung von. Aber wir kriegen, glaube ich, für jeden Planetentyp hatten wir eben bei den anderen auch schon einen Eintrag. Oh, kritische Aufgabe. Bestimmte Angelegenheiten erfordern die persönliche Aufmerksamkeit des Freihändlers. Einer der Treibstoffhebel des Schiffs ist defekt. Inspiziere ihn und stelle fest, was das Problem ist. Das würde ich doch jetzt mal dann spontan machen. Warum inspizieren wir einen Treibstoffhebel? Nein, wir sind Warum haben wir 4 Schaden? Wahrscheinlich haben wir Schaden gekriegt, da haben wir jetzt dadurch. Und wie mache ich das? Oha. Unruhe auf Treibstoffdeck 3. Aktiviere Protokoll. Was? Treibstoffdeck 3. Aktiviere Protokoll 89b. Entsende sofort Enforcer. Ich glaube, die hat nicht, weiß, das ist die Kommunikationsboxmeisterin, ne? Aber wir müssen zum Helm wahrscheinlich nach vorne. Hallo Ahornkiste, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Hallo Ahornkiste. Zu wem? Wo? Was? Würde sagen zum Helm, also vorne, wo wirklich gesteuert wird. Also zum Hauptsteuermann. Der große Mann vor dir scheint nur aus Sehnen und Muskeln zu bestehen. Das haben wir, glaube ich, mal gelesen. Lord Kapitän, Hauptsteuermann Ravo, stets zu Diensten. Wie geht's dir, Aaron? Ravo, ich habe erfahren, dass möglicherweise ein Treibstoffhebel auf der Brücke defekt ist. Könnt ihr eure Pflichten wirklich nicht ohne meine ständige persönliche... Direkt zu anpumpen? Ja, also. Die Augenbrauen des Offiziers ziehen sich noch mehr zusammen. Er spricht langsam und wählt seine Worte mit Bedacht. Das kann ich ganz gewiss, Lord Kapitän. Die Technomaten werden die Gerätschaft umgehend inspizieren. Und ich werde mich ohne Verzögerung um die Verantwortlichen auf den unteren Decks kümmern.
Machst du das jetzt schon? Wisst ihr etwas über ein Schiff namens Firewalken? Ravor zuckt zusammen, als hätte er Schmerzen. Ich kenne den Namen, das weiß ich gewiss, aber ich erinnere mich nicht an Details. Vielleicht war es Teil der Operation, die der verstorbene Mord leiten sollte. Wenn dem so ist, kann ich euch nichts sagen, Lord Kapitän. Das Ganze war streng geheim. Fragt am besten einmal das Hochfaktotum. Vielleicht findet sich in seinen Büchern eine Erwähnung dieses Firewalking. Was könnt ihr mir über die anderen Offiziere erzählen? Das sind durch die Bank verdammte Nichtnutze. Jeder einzelne von ihnen. Jenris Dunrock zum Beispiel, dieser hochgeborene Wiesel. Er scharwenzelt um die Offiziere herum, aber für einige seiner Geschäfte würde er bei lebendigem Leibe verbrannt werden. Außerdem zieht er andere Leute in seine Geschäfte rein, damit sie für ihn den Kopf hinhalten. Einer meiner Steuermänner hat Waren aus Hutfor für ihn transportiert, bis er von Truches erwischt und in die Leerluke gesteckt wurde. Dunrock war das total egal. Die Voxmeisterin, auch eine tolle Mann, genau wie ihr Vorgänger, möge er in Frieden ruhen, ist kein Deut besser. Sie hat die Hälfte der Vox-Kanäle abgeschalten, als sie ihren Posten übernahm. Angeblich waren die Vox-Systeme beschädigt und das Maschinarium hatte keinen Kontakt mit anderen Modulen. Aber wie soll ich so das Schiff steuern? Soll ich die Berichte der Kognitatoren telepathisch einholen? Erster Offizier Wasserin, ich kann ihn nicht leiden. Wie alle Marineoffiziere, die ich kenne, hat er keine Ahnung, wie man ein Schiff durch die Leere lenkt. Trotzdem lustert er sich ständig auf und macht sich wichtig. Wir mussten ein paar Mal streiten, bis er mich in Ruhe ließ. Dem Imperator sei Dank, dass mir Lady Theodora hinsichtlich der Steuerung eines Raumschiffs mehr Vertrauen geschenkt hat als der Truchsess. Dann ist da noch diese Frau. Wie hieß sie doch gleich? Klass. Sie war ständig in Lady Theodoras Seite, egal wohin sie ging. Und ihr stets, ja, wie sie, was? Und ihr seht ja, wie sie davon, was sie davon hatte. Es würde mich nicht wundern, wenn sie diese Hexe ins Jenseits befördert hätte. So viel zahllose Seelen vor ihr. Ich verstehe ja nicht, warum jemand dieses wandelnde Unheil auf seinem Schiff haben will, aber das sehen nicht alle so. Angeblich ist sie mit der jungen Toliman befreundet, oder war es zumindest. Das ist Idira, ne? Tlas, ne? Idira Tlas. Ja. Mögt ihr eigentlich überhaupt jemanden? Ravor wirkt überrascht. Was ist das denn für eine Frage? Ich mag euch und Lady Theodora mochte ich auch. Stellt euch vor, ich würde den Freihändler nicht mögen. Ha, ich will noch nicht sterben. Okay. Wow. Ja, okay. Also der mag nur die, die er auch mögen muss. Ja. Pragmatisch, der Mann. Mir geht's auch soweit gut. Vorne ein bisschen gebastelt. Jetzt hier mal ein bisschen Brücke erkunden, was wir eigentlich das letzte Mal schon machen hätten. Wenn wir schon mal dabei sind, ihr seid ein Kind der Leere, oder? Das bin ich. Geboren wurde ich auf einem Freihandelsschiff als Sohn eines Clans von Steuermännern. Hab das Handwerk meiner Familie gelernt, bis ich 15 war. Dann wurde mein Clan während einer Meuterei von Gesocks aus dem unteren Frachtraum abgeschlachtet. Die Jungen unter uns haben sie verschont, natürlich. Kinder mit implantierten Konnektoren geben großartige Servitoren ab. Aber ich hatte keine. Sie hätten also nie einen Servitor aus mir gemacht. Also bin ich in die Kriechgänge geflohen. Und dann habe ich Monate damit verbracht, sie zu töten. Einen nach dem anderen. Okay, den müssen wir nicht behandeln. Rabo hält abrupt inne. Aber ich rede zu viel. Jedesfalls bin ich ein Kind der Leere. Ja. Wollen wir die Geschichte vor uns hören? Du redest mit ihm. Ravor schweigt eine Sekunde. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Ich habe alle getötet, die ich kriegen konnte, und bin dann nach oben geflohen auf die mittleren Decks. Dort hat mich der
Spurenoperator unter seine Fittiche genommen. Die haben dort oben ihre eigenen Steuermannslehrlinge, müsst ihr wissen. Niemand hat mir irgendwelche Fragen gestellt, also bin ich geblieben. Ich wuchs heran, trainierte, wurde klüger. Schließlich war ich selbst stellvertretender Steuermann. Ein Dutzend Jahre später hat mich Danrock gefunden und weggelockt, der verfluchte Mistkerl. Ich war früher Offizier in der imperialen Kriegsflotte und kann mit Sicherheit sagen, die besten Steuermänner entstammen den Kindern der Lehre. Es freut mich, euch am Steuer meines Schiffes zu haben. Ravo erstarrt, sieht dir angespannt in die Augen und versucht ganz klar zu erkennen, ob deine Worte spöttisch gemeint waren. Nach einer kurzen Pause zuckt erst ein Muskel in seinem Gesicht, dann ein anderer. Seine Wangen verkrampft, sein Mund verzieht sich. Und ihm wird klar, dass Ravo sich erfolglos daran zu erinnern versucht, wie man lächelt. Danke, Lord Kapitän. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ein toller Geselle. Ich muss gehen, Lord Captain. Ravo verabschiedet sich mit einem Nicken und wendet sich ab. Ist jetzt das kritische Ding gehoben? Nee. Wo ist er denn? Ich sehe gerade nichts. Ein Treibstoffhebel auf der Brücke? Weiß auch gar nicht, was da sein soll, ehrlich gesagt. Ach, Pascal mal, der weiß vielleicht was. Die Lampen der Brücke spiegeln sich in den toten Witbildschirmen des Cogitators. Neben der Maschine steht ein buckliger Techpriester. Als du dich näherst, verbeugt er sich so tief, dass sein Körper sich fast zusammenfaltet. Bist du mal? Lord Captain, der Maschinengeist dieses Mechanismus schläft. Solltet ihr ihn aufwecken wollen, nutzt den Schlüssel eures Blutes. Wer seid ihr und was tut ihr hier? Meine Designation lautet IH-630. Der Techpriester deutet mit seinem einzigen Mechadendriten auf die Maschine neben sich. Der hochverehrte Maschinenseher Primus hat mir diesen heiligen Mechanismus anvertraut. Es ist nun meine Pflicht, dem Freihändler zu helfen, den geheiligten Code zu verstehen. Wir wissen ja, das ist mein Blut, der Blutschlüssel. Jupp. Die mächtigen Kiefer des Servitators schließen sich mit einem quietschenden Klacken um deine Hände. Du spürst, wie das kalte Metall deine Haut durchsticht und du zu bluten beginnst. Der Witbildschirm vor dir beginnt rostlos zu flackern. Er füllt sich mit numerischen Kombinationen. Der Techpriester neben dem Kogitator nickt knapp. Der heilige Mechanismus ist wach und bereit für eure Anfrage, Lord Kim. Ah, hier sind die geschlüsselten Daten. Ja. Pascal hat mich. Das ist nicht das, was wir gerade machen wollten, eigentlich. Nee, aber wenn wir gerade mal hier. Wir wollten sowieso, deswegen machen wir einfach mal. Ja. Pascal hat mich informiert, dass auf dem System verschlüsselte Daten gespeichert sind. Ich will sie entschlüsseln. Ohne ein weiteres Wort wendet sich der Techpriester dem Kogitator zu. Er hebt die Hände und ein Gebet aus binären Code strömt aus seinem Voxgerät. Die Servomotoren im Inneren der Maschine werden lauter. Ihr wabernes Brummen antwortet auf seinen Gesang. Numerische Kombinationen laufen über die Bildschirme. Ja, scanne, scanne, scanne. Und das lese ich nicht vor. Jetzt kommt. Für die Zuschauer, nein, lassen wir. Der Maschinengeist hat mehrere kritische Fehler entdeckt. Die Daten sind beschädigt. Der Techpriester hält plötzlich inne und das grüne Leuchten seines Visors verengt sich. Ich registriere ein intaktes Segment. Der Maschinengeist hat gesprochen. Auf den Welten Kiava Gamma und Dragonus gibt es gewisse Datenrepositorien. Der Mechanismus ist bereit, dem Freihändler Datenschlüssel für den Zugriff auf diese Repositorien zur Verfügung zu stellen. Welche Datenrepos? Das bleibt verborgen. Die verschlüsselten
verschlüsselte Datenbank gehörte der geschätzten Theodora von Valancius. Sie war die einzige, die von diesem Repositorium wissen konnte. Vielleicht hätte es auch der ehemalige Maschinenseher Prios wissen können. Omnissia akzeptiere seinen Code. Wenn ich eine Hypothese hervorbringen darf, wäre für eine so wichtige Person wie eine Freihändlerin ratsam, ihre Geheimdaten in externen gesicherten Behältern aufzubewahren. Wie kann ich diese Schlüssel akzeptieren? Der Witbildschirm des Cogitators blinkt. Input non os rec resp. Das ist Assembler-Code. Ja, wundert mich nicht. Der gnädige Maschinengeist ist bereit, die Datenschlüssel an den Kopf des Hauses Valancius zu übertragen. Die Übertragung erfolgt über ein Alectu, eine hyperdemische Tattoo-Augmentation. Wenn ihr bereit seid, die Schlüssel zu akzeptieren, legt eure Hand in den Mund des Servitors. Servitors, Mensch, zeig schon an wie du. Tief im dunklen Schlund des Servitors stechen sich unsichtbare, brennende, heiße Nadeln in dein Handgelenk, doch der scharfe Schmerz hält nur für einen Augenblick lang an. Das Elektro, das in dein Handgelenk implantiert wurde, sollte ausreichen, um die Türen des Repos zu öffnen. Okay. Ich muss mehr über die Lager wissen. Die augmentierten Finger des Techpriesters huschen über das Bedienfeld. Ihr steht in der Gunst des Omnissia. Der Maschinengeist ist bereit, die Berechnungsprozedur zu beginnen, welche die verlorenen Daten wiederherstellen kann. Stellt die Daten aus dem Lager auf Dark, wobei Kiva Gamma war unsere Hauptwelt. Die Kiva Gamma ist die Produktionswelt. Und Dargonus ist die Administrationshauptwelt. Dann Dargonus, okay. Die Maschine brummt lauter, bis sie schließlich ein lautes Knacken ausspuckt. Dann verstummen die Geräusche und eine statische numerische Kombination erscheint auf dem Bildschirm. Die synthetische Stimme des Techpriesters klingt fast besorgt. Die Daten wurden wiederhergestellt, aber es ist nur ein einziger Satz. Hinternein der Antriebskraft ist alles, was der heilige Mechanismus retten konnte. Wow. Okay. Vielleicht ein Passwort. Ich interessiere mich für das Lager auf Kiva Gamma. Die Servomotoren im Inneren des Cogitators werden schneller. Ihr tiefes Brummen wird lauter. Die Maschine klickt einige Minuten lang aggressiv, bis schließlich ein numerischer Code auf dem Bildschirm erscheint. Der Zechpriester wendet sich dir zu. Gegegnet seien die Taten des Omnissia. Das Repositorium auf Kiva Gamma wird von einem Sicherheitssystem bewacht. Der Maschinengeist hat einen Code wiederhergestellt, mit dem wir dieses System deaktivieren können. Das ist praktisch. Gut, dass ich hier war. Der Techpriester verneigt sich. Konnten die Techpriester des Adeptus Mechanicus feststellen, wie das Schiff seinen Warptrieb starten konnte? Der Maschinenseher Primus hat Stunden damit zugebracht, die Suche nach Wissen durchzuführen, in der Hoffnung, besagtes Wunder zu begreifen. Möge die Gnade des Omnissia ihm auf seiner Reise den Weg weisen. Es besteht kein Zweifel, dass es ein Wunder war, vom Omnissia als Manifestation seines Willens geschickt. Und doch ist es dem Maschinenseher Primus gelungen, einige logische Verbindungen innerhalb der Datenströme wahrzunehmen. Mir ist es nicht vergönnt, mehr über diese Verbindungen zu wissen. Doch der Maschinenseher Primus wird dieses neu entdeckte Wissen in einem detaillierten Bericht mit euch teilen. Wer seid ihr gleich nochmal? Mit wem rede ich da? Was? Wie? Blutverlust? Okay. Okay. Interessant.